Eigentlich hätten wir heute über 500 Kinder aus ganz Oberösterreich und Österreich hier in Linzer Ars Electronica Center begrüßen dürfen zum Abschluss von Mission X. Sie haben die letzten Tage und Wochen eifrig zu Hause trainiert, um so fit zu werden wie ein Astronaut oder eine Astronautin. Ja, aber die Dinge sind leider ein bisschen anders und deswegen findet der Abschluss von Mission X heute im Rahmen von Ars Electronica Home Delivery statt. Und wir haben dazu auch einen ganz besonderen außerirdischen Gast mitbekommen. Paxi ist uns besuchen kommen, das Kindermaskottchen der ESA. Aber es ist nicht an mir, euch heute durch diese Stunde zu führen, sondern es ist die Aufgabe von Mission Control. Und Peter Harrison übernimmt Mission Control von Mission X heute mit sehr, sehr vielen Missions drinnen. Und bin schon ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast und vor allem, was so passiert ist bei Mission X. Zusammen mit Paxi, den ich dir hiermit sozusagen als Stafette gleich einmal hinübergeben kann, damit er bei euch Platz nehmen kann. Viel Spaß bei Mission X. Ja, lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier nach Linz zu kommen. Und ich freue mich, dass Paxi natürlich dabei ist. Und wir sind schon ganz gespannt. Ja, liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Lehrkräfte zu Hause an den Schirmen, ich freue mich heute ganz besonders, euch vom Ars Electronica Center in Linz über unseren Abschlussevent, durch unseren Abschlussevent führen zu dürfen. Mission X ist ein Projekt, das es schon 10 Jahre gibt und es geht ja hier um verschiedene Themen, um Bewegung, um Fitness, um gesunde Ernährung und Teamwork, aber im Besonderen um die Raumfahrt. Und die Raumfahrt in Österreich, die hat eine ja, schon ganz schön lange Geschichte. Und die Raumfahrt hat in Österreich auch ein eigenes Ministerium und eine eigene Agentur, ja sowas wie eine kleine NASA. Und ich freue mich ganz besonders, euch jetzt ein paar Grußworte von unserer Agentur für Luft- und Raumfahrt und dem Weltraumministerium überbringen zu dürfen und freue mich auf die Worte von Michaela und Margit. Herzlich willkommen zum Mission X Abschlussevent 2020. Mein Name ist Michaela Gitsch. Ich arbeite für die Weltraumagentur der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Wir haben diesen Wettbewerb unterstützt und wir freuen uns sehr, dass heute so viele online mit dabei sind. Hallo und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Margit Mischkulnig, ich leite die Weltraumabteilung im österreichischen Klimaschutzministerium, das auch das österreichische Weltraumministerium ist. Am Samstag sind 2 US-Raumfahrer mit einem privaten Space Shuttle zur internationalen Raumfahrtstation geflogen. Die NASA hat danach getwittert, Geschichte ist geschrieben worden. Letztes Jahr haben wir 50 Jahre Mondlandung gefeiert. Der erste Mensch landete am Mond und damals ist geschrieben worden, ein großer Schritt für die Menschheit. Mission X hat heuer zum 10. Mal stattgefunden, ein richtiges Jubiläum. Insgesamt haben 26 Klassen, das sind 619 Kinder aus fast ganz Österreich, teilgenommen. Weltraum und Raumfahrt sind meiner Meinung nach ein wunderbares Beispiel dafür, dass Zusammenarbeit, enge Kooperation dazu führen, dass man erfolgreich ist. Die internationale Raumfahrtstation ISS wird von 5 Weltraumorganisationen betrieben. Europa ist durch die Europäische Weltraumorganisation vertreten. Und für die vielen Fitnessstunden, die ihr in euren Klassen und daheim so erfolgreich erledigt habt, für die vielen Missionen, die ihr abgeschlossen habt, gibt es jetzt gleich Spannendes. Und ich denke, ihr seid so wie ich alle schon sehr aufgeregt. Franz Fieböck, der erste und bisher einzige österreichische Astronaut, war 1991 7 Tage im All. Er hat Jahre später in einem Interview den Zusammenhang zwischen Weltraumforschung und medizinischer Forschung hergestellt und dabei betont, dass in der Schwerelosigkeit gewisse Antibiotika getestet werden und in der Schwerelosigkeit ein Problem auftritt, nämlich der Knochenschwund. Dieses Problem gibt es auch auf der Erde bei älteren Menschen. Ein Mittel dagegen ist Muskeltraining. Ihr habt Muskeltraining bewiesen, ihr habt erfolgreiche Missionen durchgeführt. Gratulation
Und großes Dankeschön an euch für eure Begeisterung für Weltraum und Raumfahrt. Danke. Ich möchte noch Danke sagen an alle, die so engagiert und begeistert mitgemacht haben. Und auch ein großes Dankeschön an die Organisatoren, die diesen Wettbewerb ermöglicht haben. Heuer etwas anders, etwas speziell. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Prämierungen. Aber eines ist sicher, ihr habt alle gewonnen. Denn ihr habt mitgemacht und ihr habt durchgehalten. Viel Spaß beim heutigen Event. Liebe Michaela und Margit, vielen herzlichen Dank für eure Botschaft. Wir freuen uns immer sehr für diese Unterstützung von Mission X. Und Mission X, die 10 Jahre waren schon sehr spannend. Aber dieses Jahr war natürlich ein außergewöhnliches, liebe Kinder. Und wir haben dieses Jahr einige Höhepunkte an Mission X erlebt, auch wenn sie so ein bisschen anders waren als eigentlich geplant. Und alles hat begonnen im Jänner eigentlich, wie so jedes Jahr, mit unseren Kickoff-Events in Linz, hier am Ars Electronica Center und in Wien im Haus der Forschung. Wir haben uns gemeinsam getroffen, um das Projekt zu besprechen. Und hier sind es natürlich vor allem, liebe Kinder, eure Lehrkräfte, eure Lehrerinnen und Lehrer, die das Projekt mit initiieren, mittragen, und ohne sie geht es gar nicht. Wir freuen uns, dass ihr so aktiv und dass sie so aktiv beim Projekt dabei waren und das über eine Periode von einem halben Jahr während einer schwierigen Zeit. Wir haben begonnen im Jänner mit Aktivität und da ging es mit den ersten Missionen schon los. Ja, Mission X hat 19 Missionen, die ganz wesentlich sind für das Erfüllen des Projektes. Und diese 19 Missionen, die sind bei euch in den Klassen durchzuführen, die habt ihr in den Klassen begonnen mit ersten Übungen, mit Bewegungsübungen, mit Krafttraining, mit Aktivitäten. Wir sehen hier, was ihr für tolle Aktivitäten durchgeführt habt. Klettern, Bewegung, ja, im Turnsaal, aber auch draußen. Das heißt, es gibt eine Mission, die lautet, schwing dich auf dein Weltraumfahrrad. Ja, wir sehen hier, ihr habt euch auf euer Weltraumfahrrad geschwungen und seid durch die Gegend geradelt. Aber natürlich gibt es auch neben den sportlichen Missionen die wissenschaftlichen Missionen. Es sind etwa 5 wissenschaftliche Missionen zu erfüllen, die ihr zu Hause dann später, aber auch in der Klasse durchgeführt habt. Und die Erde zu erkunden und den Weltraum zu erkunden, da braucht es einfach auch ein bisschen Köpfchen. Und das habt ihr auch da schon bewiesen. Die Missionen haben begonnen und ihr wart in den ersten Monaten schon ganz fit in den Schulen mit dabei. Aber, wie wir alle wissen, im März mussten wir ein bisschen die Dinge ändern. Corona hat uns nach Hause ins Heimoffice, aber auch ins Heimtraining gebracht und wir sind zu Hause geblieben. Und es war nicht leicht für euch und auch nicht ganz so einfach für uns, wie wir denn das Projekt weiter durchführen können. Und wir haben uns aber überlegt, wie wir das tun können und es ist geglückt. Und wir haben gesehen, wie aktiv ihr dann zu Hause Missionen durchgeführt habt. Das war wirklich, wirklich großartig. Und es gab Missionen, die ihr am Computer durchführen konntet, haben wir gesehen. Ihr habt begonnen, ja, zu Hause zu trainieren. Und ihr seid gelaufen, ihr seid Rad gefahren, habt das euren Lehrerinnen und Lehrern übermittelt und so weiter aktiv am Projekt teilgenommen. Ja, die Ars Electronica ist zum Glück nicht abgesagt worden, nur unser Event ist abgesagt. Aber ihr habt wirklich eure Missionen weiter zu Hause erfüllt. Das ist echt eine großartige Sache. Das hat uns natürlich besonders gefreut. Und wir sehen dann, wenn ihr wieder langsam in die Schule zurückgekommen seid im Mai, ja, da war es ein bisschen anders. Da war es ein bisschen anders. Ihr konntet nur mit der halben Klasse in der Schule sein, die andere Klasse Teil war zu Hause, aber ihr habt euch, die meisten von euch, wieder aktiv ans Projekt geworfen.
Ich bin wirklich begeistert gewesen. Wir waren sehr, sehr, sehr großartig, wie ihr das geschafft habt. Und ihr habt das Projekt vorangetrieben. Eine Besonderheit, die wir dieses Jahr dann angeboten haben, und 50% der Teams haben es angenommen, und das hat mich sehr gefreut, waren unsere virtuellen Klassenbesuche. Ihr wart bei mir in meinem kleinen Studio in Wien zu Gast, und wir haben ganz viele Fragen schon gemeinsam gestellt, und ja, auch Paxi war dabei. Er ist heute zu uns gekommen und hat sich den Weg von Wien nach Linz angetan, um auch beim Abschlussevent dabei zu sein. Also Gratulation, dass ihr dann hier online bei mir zu Gast wart und wir über viele Dinge des Weltraums gesprochen haben. Viele Fragen wurden schon beantwortet, noch nicht alle, aber wir haben ja heute noch ein paar Gäste, über die euch noch einige Fragen werden beantworten können. Am Schluss des Ganzen, wie gesagt, der Kunst habt ihr Geschicklichkeit und mehr bewiesen. Ihr habt großartige Dinge gemacht und auch uns übersendet. Und das freut uns ganz besonders. Ihr habt wirklich fantastische Berichte gebracht. Ihr habt gezeigt, ja, wie ihr selber Vorträge halten könnt. Ihr habt gemalt, gezeichnet, eure Geschicklichkeit bewiesen. Ihr habt gebastelt, ja, Werken gebastelt. Ihr habt Knochen gebastelt und gezeigt, wie wichtig es ist, stabile Knochen zu haben. Viele Bücher übereinander, wie viel Kraft so ein Knochen aushalten muss. Und ja, all diese Dinge habt ihr dann aufgeschrieben und gezeigt. Der Weltraum stand bei all dem immer im Mittelpunkt. Und Österreich ist im Weltraum zwar ein kleines Land, hat aber mittlerweile eine große Tradition. Diese Tradition geht auf über 50, 60 Jahre, ja teilweise schon noch länger zurück. Und ich möchte euch jetzt zwei Worte über Österreichs Weltraumgeschichte präsentieren, weil ihr seid die junge Generation, die in die Zukunft blickt. Aber wir kommen immer auch irgendwo her. Wir stehen auch immer auf den Schultern von anderen. Wenn wir groß sind, ja, dann sind wir einfach oft groß, weil wir auf den Schultern von Riesen stehen, weil wir Partner haben, Menschen, die schon vorher da waren, die das Thema vorangetrieben haben. Und ich möchte euch nur zwei Herren kurz vorstellen, die ganz wesentlich für die österreichische Weltraumgeschichte sind, nämlich zwei Weltraumpioniere. Pionier heißt Menschen, die Dinge zum ersten Mal tun. Und einer, der zum ersten Mal im Weltraum was für Österreich ganz Wichtiges getan hat, ist Willibald Riedler. Willibald Riedler war in Graz tätig. Er ist Wiener, aber hat dann in Graz gewirkt. Und er war der Erste, der ein wissenschaftliches Instrument in eine Rakete, wenn man so will, gebaut hat, die nicht von Österreich, sondern von Schweden aus gestartet ist und das erste österreichische Weltraumexperiment in den Weltraum gebracht hat. In den 60er Jahren. Hey, das ist schon über 60 Jahre her. Und der Zweite war und ist Johannes Ortner. Johannes Ortner war einer der allerersten Mitarbeiter der Europäischen Weltraumorganisation. Und Österreich ist erst 1987 Mitglied geworden bei der ESA, also der European Space Agency. Und Johannes Ortner ist es zu verdanken, dass Österreich in diesen frühen Jahren, schon in den 80er Jahren, Mitglied bei der ESA geworden ist. Die ESA produziert, oder die ESA ist die Europäische Weltraumorganisation. Und wir haben natürlich am Anfang noch keine Expertise in Österreich gehabt, Dinge für den Weltraum zu bauen und in den Weltraum zu schicken. Und das Erste, was man eigentlich so als Besonderheit in den Weltraum geschickt hat, als technisches Stück, war das sogenannte österreichische Weltraumfenster. Dieses Weltraumfenster wurde in der Space Lab, das war das damalige Weltraumlabor im Shuttle der NASA, wurde das eingebaut. Das war ein Beitrag der ESA zu dem Programm der NASA. Und Österreich hat hier das Fenster gebaut, also dass die Astronauten aus dem Shuttle, aus diesem Labor hinausblicken konnten auf die Erde. Ein kleiner, aber wirklich erhellender Part, Teil für dieses Projekt. Und heute haben sich die Dinge voranentwickelt, gewandelt, und es geht weiter und weiter. Und ich freue mich heute
ganz besonders, dass wir euch noch ein paar Highlights präsentieren dürfen. Und das nächste Highlight ist mein Gast, mein erster Gast, der hier nach Linz gekommen ist, und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Es ist der Andreas Buhl von der österreichischen Ruag Space GmbH, der heute nach Wien gekommen ist, Geschäftsführer von der Ruag. Lieber Andreas, herzlich willkommen, kommt zu mir. Ja. Wir setzen uns vielleicht gemeinsam hier ein bisschen her. Gerne. Und plaudern über den Weltraum, über aktuelle Themen des Weltraums und auch ein bisschen, was Österreich im Weltraum so tut und was natürlich auch Ruag so tut. Meine erste Frage oder mein Gedanke ist, wenn ich oftmals unterwegs bin und über den Weltraum erzähle, bekomme ich oft so die Frage, ja, wozu eigentlich schießt ihr da Raketen in den Weltraum? Kostet alles viel Geld, ja, könnte man doch viel besser macht verwenden, viel Lärm, ja, macht viel Lärm. Ja. Wozu all das? Kannst du mir da ein bisschen aushelfen? Da kann ich dir klar aushelfen, aber jetzt möchte ich erst einmal die Gelegenheit nutzen. Danke, dass ich zum zweiten Mal mit dir Mission X die Siegerehrung sozusagen durchführen darf. Das machen wir wieder wie letztes Mal ganz spontan. Ich finde es super, da teilnehmen zu dürfen, und danke für die Einladung, weil es ist mir echt eine Herzensangelegenheit, hier bei so einem Kinderwettbewerb mitmachen zu dürfen. Sehr gerne. Und ja, freut mich, wie gesagt. Sehr gerne. Ja, warum brauchen wir Raumfahrt? Da fangen wir mal ganz einfach an. Alle haben als Kind oder auch als Jugendliche in den Himmel geschaut, schauen sich um und was passiert? Fragen. Nur lauter Fragen. Wieso nur nachts sehen wir die Sterne? Wie groß sind die wohl? Wie viel sind es denn? Fallen sie mal auf die Erde? Und was machen wir Menschen? Wir suchen nach Antworten. Wir wollen die Dinge verstehen, die Zusammenhänge. Und ich sage mal, das treibt uns ja immer an. Wir als Menschen sind einfach Entdecker, das waren wir schon immer so, da kann man ganz weit zurückgehen. Wir wollten immer wissen, wie es weitergeht. Es gibt auch keine Grenzen für uns, wir probieren immer weiterzukommen. Und als kleine Menschen auf einem sehr kleinen Planeten sind wir, glaube ich, ein gutes Stück vorangekommen. Ja. Wir waren auf dem Mond, erstmal waren wir natürlich... Wir waren tatsächlich auf dem Mond, das muss man betonen. Keine Fake News, wir waren wirklich auf dem Mond. Wir waren auf dem Mond. Und wir haben einen Astronauten. Und wir haben heute die ISS, also eine internationale Raumstation, die übrigens auch international arbeitet, auch in Krisenzeiten arbeitet die international. Das bedeutet, man überwindet alle Hindernisse und schickt immer wieder internationale Teams darauf, um insgesamt für die Menschheit neue Themen zu bearbeiten, zu entdecken. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch wichtig zu erklären, dass wir deshalb auch zum Beispiel den Wissenschaftsbereich der Astronomie brauchen, also sehr wissenschaftlich orientiert, aber natürlich auch Raumfahrttechnik, für das ich jetzt stehe, die dann Technik vielleicht umsetzen. Ein bisschen den Unterschied zwischen Raumfahrttechnik und Astronomie, ganz kurz. Ganz kurz. Die einen machen wissenschaftliche Ableitungen, stellen Gesetze auf, machen Berechnungen, Simulationen, und dann kommen Anforderungen heraus, die ein Unternehmen, das eben halt Produkte herstellen kann, wie Messinstrumente, wie Antriebsaggregate, wie Raketentriebwerke, ganze Raketen. Das baut dann die Weltraumtechnik, die Industrie, für die ich stehe. Und beide zusammen bringen wir halt das ganze Thema nach vorne. Und ich denke, wir werden da auch weitere Ziele erreichen. Wir sind weit gekommen. Und ja, und deshalb glaube ich, ganz aktuell mit Covid ist natürlich eines ganz klar geworden, eines der größten Programme der ESA, das Copernicus-Erdbeobachtungsprogramm, liefert uns im Moment Millionen, Milliarden von Daten, die uns den Zustand der Erde über sämtliche Messgrößen, die man sich vorstellen kann, Temperatur, Wind. Also müssen wir vielleicht kurz erklären, es geht um Satelliten, die auf die Erde blicken, die Erde beobachten. Wir nennen das Erdbeobachtungssatelliten. Und diese Satelliten sind ein riesengroßes Programm der ESA, gemeinsam mit der Europäischen Union. Und da bekommen wir ganz spektakuläre, aktuelle Daten. Also genau. Ich glaube, das ist, haben wir in der letzten Zeit immer wieder gesehen. Und ein Österreicher, der Josef Aschbacher, ist Direktor des Erdbeobachtungsprogrammes, des größten Programmes. Schon wieder haben wir einen Österreicher, der im Weltraum aktiv ist. Das ist schön. Und das ist ja auch das Ziel, dass wir hier in Österreich für die Zukunft Dinge machen möchten. Und dass wir euch auch ein bisschen etwas noch erzählen möchten über drei Missionen, die derzeit im Weltraum aktiv laufen, die derzeit fliegen. Das sind drei unbemannte Missionen. Und
Über diese drei unbemannten Missionen möchte ich mit Andreas noch kurz sprechen. Lieber Andreas, wir haben... Ich hätte noch einen kurzen Einwand, ganz kurz. Einen Einwand. Ja, in Covid-Zeiten, die Erdbeobachtung liefert eben die Daten, wie es dem Planeten geht. Der Klimawandel ist in aller Munde. Dort hilft die, ohne Weltraumtechnik und ohne Erdbeobachtung wäre der Analysen schlecht möglich. Und das nächste ist, unter Covid, alle gingen ins Homeoffice, ja, die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit musste erhöht werden und ohne Satelliten und ohne Telekommunikationssatelliten, ein weiteres großes Programm, wäre es undenkbar, eben halt auch hier heute so eine Veranstaltung zu machen. Das bedeutet, Tag für Tag spüren wir die Weltraumtechnik, ohne dass wir sie sehen, aber wir nutzen sie. Kein Handy mit Navigationssystem ohne Navigationssystem, das auch die Europäer mit Galileo in den Weltraum geschossen haben. Also ihr seht uns auch, weil es den Weltraum gibt. Und das ist eine großartige Geschichte. Nun, lieber Andreas, wir kommen zu unseren drei Themen, die wir noch kurz durchbesprechen möchten. Ja. Als erstes habe ich mitgebracht das Thema Bepi Colombo. Super gewählt. Ja, wir haben lang drüber nachgedacht. Bepi Colombo, jetzt der Name, ist jetzt mal ein bisschen eigenartig. Ja, also mir sagt er nichts. Kannst du mir vielleicht erzählen, fliegt diese Raumsonde, vielleicht muss man sagen, die Raumsonde fliegt zum Merkur. Merkur ist unser innerster Planet des Sonnensystems, auch der kleinste der 8 Planeten. Und Merkur hat noch einige Geheimnisse, die er birgt. Wir wissen zum Beispiel nicht, warum Merkur ein Magnetfeld hat. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die auf dem Merkur noch sehr mysteriös sind. Und ja, wie Andreas schon gesagt hat, wir wollen die erforschen. Aber lieber Andreas, erzähl mir ein bisschen etwas über diesen Bepi Colombo. Genau. Also Bepi Colombo ist die Mission der ESA, die einen Satelliten, den wir hier sehen, zum Merkur schickt. Bepi Colombo war ein italienischer Wissenschaftler, der sich speziell um die Erkundung des Merkurs gekümmert hat. Und ganz wichtig auch noch, er war der Begründer der sogenannten interplanetaren Steuerung und Flugeigenschaften. Das bedeutet, man muss einen Satelliten nicht nur starten, man muss ihn dann auch super ins Ziel bekommen. Und der Bepi Colombo soll ja zum Merkur, also in die Nähe der Sonne kommen. Wenn wir den jetzt in gerader Linie auf den Merkur schicken... Warum kann man nicht gerade fliegen? Ich fahre doch auch möglichst gerade irgendwo hin. Ja, aber du hast nicht die Sonne vor dir, die dann sozusagen den kleinen Satelliten schwupp am Merkur vorbeizieht, okay. Er geht direkt in die Sonne. Deshalb heißt das Programm ja auch 7 Jahre bremsen. Nach dem Start... 7 Jahre? 7 Jahre. Nach dem Start im Dezember 2018, erfolgreicher Start, ist der Bepi Colombo nun 7 Jahre zwischen den Planeten unterwegs, um sich die Geschwindigkeit abzubauen, dass er final nach 7 Jahren in den kleinen Merkur einschwenken kann und dass der ihn einfangen kann, wie so eine Motte vom Licht eingefangen wird. Ansonsten rauscht er in die Sonne und wir haben nichts davon. Das heißt, der ist gerade unterwegs? Der ist unterwegs. Wann noch kommt er an? Also in 6 Jahren. In 6 Jahren noch? Ja, ja. Okay, er war gerade mal wieder bei der Erde. Er war gerade mal bei der Erde vorbei und hat sich ein bisschen entschleunigt. Okay. Modernes Wort, Entschleunigung. Mhm. Er ist ganz gemütlich unterwegs. Genau. Mhm. Und dann schwenkt er ein, weil ansonsten ist so eine Milliardensonde ein bisschen schlecht, wenn die so in die Sonne reinknallt und dann verglüht. Das war nicht Ziel der Veranstaltung. Gut, das ist klar. Das wünschen wir uns, dass er heil am Merkur ankommt. Das tut er auch. Ganz super. Viel. Also, Bepi Colombo ist, wie gesagt, glaube ich, ein ganz entspannendes Thema. Ich möchte ein bisschen auf unsere Zeit schauen. Okay, ganz kurz die österreichische Beteiligung, nur ganz kurz. Ja, das die Ruag Space macht natürlich an der Stelle den Hitzeschutz, weil da wird es 450 Grad heiß in der nächste Planet. Wir machen die Triebwerksteuerungen, aber zum Beispiel die Atos, die Firma, macht eine komplette Bodenausrüstung, dass das alles getestet werden kann. Und die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat 2 Messinstrumente entwickelt, die dort drauf sitzen, weil insgesamt sind, glaube ich, 10 drauf, um den Merkur zu vermessen. Also das ist hier der typische Beitrag, den Österreich dazu beitragen kann. Klasse Projekt für Österreich, viel eingebaut, viel Technik, viel Arbeit drin, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Super, also Österreich voll mit dabei. Absolut. Ich glaube, auch bei den anderen Projekten ist Österreich in der einen oder anderen Form dabei. Und das zweite Projekt, das ich mitgebracht habe, das derzeit begonnen hat, seine wissenschaftlichen Erkundungen durchzuführen, ist das Projekt CHEOPS. CHEOPS ist eine Raumsonde, die sich einem ganz anderen Thema widmet, nämlich dem Thema der Exoplaneten, extrasolare Planeten. Ja, was ist denn das?
Unsere 8 Planeten, die kennt ihr im Sonnensystem, die habt ihr aufgezeichnet, über die habt ihr Vorträge gehalten. Also diese 8 Planeten sind bekannt. Der Merkur ist einer davon. Unsere Erde ein weiterer. Aber es gibt insgesamt, kennen wir schon über 4000 Planeten um andere Sterne in unserer Milchstraße. 4000 ist nicht viel von vielen Milliarden, aber diese 4000, die kennen wir. Und seit einigen Jahren sind wir dabei, diese auch genauer zu erforschen. Und lieber Andreas, ich glaube, diese Raumsonde hat was eben mit der Erforschung dieser Exoplaneten zu tun. Genau. Also ich fange mal ganz kurz an, halte mich kurz. Cheops ist ein Kunstwort und heißt tatsächlich Vermessung von erdähnlichen Planeten in nahen Sonnensystemen. Wir kennen viele, habe vorher gesagt, etwas Wissen kreiert Fragen. Wir fragen uns jetzt, sind die denn wirklich vielleicht bewohnbar? Gibt es da Leben drauf? Und jetzt kommt Cheops ins Spiel. Cheops detektiert nicht, sondern es vermisst, das Bild ist optimal, einen Planeten vor der Sonne. Und es hat so feine Instrumente, dass es praktisch die Veränderung der Helligkeit erkennt, daraus die Größe, dann kann man auf die Masse schließen. Nicht ich bin Techniker, du bist ein Wissenschaftler, du kannst dann auf diese Dinge schließen. Und dann kann man vielleicht sogar bestimmen, was für eine Atmosphäre die haben. Also das ist nicht nur erkennen, sondern hier, wir wollen genau wissen, ist Leben auf diesen möglich? Und Cheops hat hier die zwei großen, der Deckel und die Augen, und hat super Instrumente drauf. Schaut ein bisschen lustig aus, nicht? So wie mit zwei großen Augen. Genau, ne? Also genau. Der muss ja auch genau muss schauen. Genau hinschauen. Muss ja genau hinschauen. Ist sowas wie eine kleine Sonnenfinsternis, nicht? So ein bisschen. Ne? Genau. Auch wenn eine minimale. Eine mini kleine Sonnenfinsternis. So können wir uns das vorstellen. Okay. Weil wenn der Mond sich vor die Sonne schiebt, dann wird es finster. Vielleicht habt ihr schon einmal eine Sonnenfinsternis gesehen. Aber hier bei Cheops müssen wir eben ganz genau hinsehen. Und das tun wir am besten vom Weltraum aus. Und eine dritte Mission, die wir noch ausgesucht haben, diese Mission, die geht jetzt eben zu unserer Sonne. Und unsere Sonne ist der wichtigste Stern unseres Sonnensystems, ja der wichtigste Stern für uns Menschen, für unser Leben. Denn ohne die Sonne könnte unser Leben nicht existieren. Und die Raumsonde Solar Orbiter, also das heißt der Orbiter um die Sonne herum, das Raumflugzeug, das um die Sonne fliegt, hat einige Besonderheiten, auch einige österreichische Beiträge sind wieder dabei. Lieber Andreas, hier geht es jetzt direkt in die Sonne rein? Nein. Es geht hier ungefähr auf ein Viertel des Abstandes zwischen Erde und Sonne, also 44 Millionen Kilometer entfernt. Ich glaube, so nah waren nur wenige Sonden überhaupt. Und der Solar Orbiter ist ausgestattet mit dem Hitzeschutz und auch einer Art Sonnenschutzschild. Wie heiß wird es denn da? Da wird es ungefähr auf der Oberfläche 500 Grad warm, weil natürlich über diese Nähe extreme Strahlung, extreme Helligkeit herrscht und auch extreme Hitze. Und darum hat der vorne so ein Baldachin davor und dahinter nochmal diese Silberfolie, die man also überall sehen. Also richtig guten Sonnenschirm. Einen richtig guten Sonnenschirm, okay. Ja. Weil ansonsten würde der Temperaturhaushalt nicht standhalten. Und wir haben den gesamten Hitzeschutz für diese Ausrüstung entwickelt und auch angebracht. Und das Entscheidende ist, dass dieses Mal zum ersten Mal ein optisches Instrument, also eine Kamera drauf ist, das aus dieser Entfernung die Sonne aufnehmen kann. Und da geht man davon aus, dass man sehr, sehr genaue Fotos bekommt, die genauesten, die man bisher hatte. Weil bisher waren keine optischen Geräte drauf. Und der geht sogar nicht nur um eine Kreisbahn, sondern er kann die Kreisbahn anstellen und wird dann zum ersten Mal die Pole der Sonne, von denen sich die Wissenschaftler, Leute, wie du, sehr viel erhoffen. Wir also bringen hoch sie nur über hin. Die Sonne drüber hoch fliegen. Über die Sonne. Mm. Und dann kann er den Nord- und den Südpol vermessen. Es gibt die ersten Bilder und die Wissenschaft ist sicherlich total gespannt, was dort natürlich passiert. Und am 15. Juni ist sie zum letzten Mal direkt an der Erde vorbeigeholt, um nochmal Schwung zu holen. Oh. Und da war sie ganz nah an der Erde vorbei und jetzt geht sie in Richtung des auf die Sonne zu. Also, ich glaube, eine ganz, ganz spannende Geschichte, dieser Solar Orbiter. Und wir wollen natürlich, dass in der Zukunft auch weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure aus Österreich bei diesen Dingen dabei sind. Und daher überlegen wir uns hier in Österreich, aber auch bei der ESA, wie wir Projekte gestalten können, dass ihr, liebe Kinder, einfach dabei seid, dass es euch interessiert, für die Zukunft damit dabei zu sein. Wir wollen euch für die Zukunft natürlich gewinnen und euch zeigen, wie spannend der Weltraum ist. Und ich glaube, da könnt ihr auch einiges bieten, Andreas. Ja, kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen? Ja, also wir haben Weltraum und die Jugend sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind.
Und wir wollen für die Jugend natürlich einiges tun. Und auch RUAG bietet schon für die junge Generation das ein oder andere. Genau. Das Thema ist natürlich, dass wir in der Raumfahrttechnik, aber auch in der Wissenschaft gut ausgebildete Jugendliche brauchen, interessierte Jugendliche. Und da ist mir zunächst mal ganz wichtig, ich möchte die Mädchen, die wir hier gesehen haben, motivieren. Wenn sie an der Technik interessiert sind, bitte bleibt bei der Technik. Wir brauchen die Mädchen in der Technik. Sie sind auch nicht die schlechteren Techniker und Ingenieure. Haltet da drauf, wenn ihr in Mathematik gut seid, weil wir bieten spannende Arbeitsplätze. Und zwar die Wissenschaft, die Weltraumtechnik im Bereich des gesamten Engineerings, ob das jetzt HTL-Absolventen oder universitäre Absolventen. Wir brauchen Elektroniker, Physiker, Maschinenbauer, Thermalanalysten, also alles, was die Technik so braucht. Wir bieten, wie gesagt, sehr intensive Ausbildungen an. Die kommen mit einem guten Rüstzeug zu uns und dann werden sie 2 bis 3 Jahre ausgebildet, dass sie dann Luft- und Raumfahrttechniker sind, die die Anwendungen können. Und wie gesagt, alle Arbeitsplätze stehen ihnen da zur Verfügung in der Technik. Wir schauen immer um junge Talente, wir fördern diese Talente. Und es ist eben auch eine internationale Branche, also man kommt dann auch mit anderen Kulturen zusammen, über die Kontinente geht es hinweg und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich, den man dort auch lange gestalten kann und eine Freude hat, wenn man in diesem Bereich arbeiten darf. Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für dein Kommen und für diese spannenden Informationen zum Thema Weltraum in Österreich, was Österreich unter anderem, es ist ja nur ein Teil, eben hier beiträgt. Aber Andreas, wir haben noch einen weiteren Gast mitgebracht, der jetzt leider nicht zu uns hier nach Linz kommen konnte, aber der hier jetzt über live zugeschaltet ist. Und ja, liebe Kinder, ihr habt gesehen, ja, der Weltraum, der ist, bietet viele Möglichkeiten für euch und da heißt es einfach dranbleiben. Und ich freue mich jetzt ganz im Besonderen unseren heutigen zweiten Stargast zu begrüßen, hier über unsere Live-Schaltung. Und ja, ihr habt es schon erraten, ich habe es ja schon angekündigt, es ist jetzt ein offenes Geheimnis, nämlich unser österreichischer Astronaut Franz Fieberg ist jetzt in Berndorf. Und lieber Franz, ich sehe dich schon, ich freue mich. Servus, grüß dich, ich hoffe, du kannst mich hören. Hallo, hört ihr mich auch gut? Ich hoffe, ja, ich kann dich wunderbar hören. Super. Ich glaube, die Kinder zu Hause auch. Unsere Regie sagt uns ein Thumbs up. Also, du bist live on air. Und lieber Franz, vielen herzlichen Dank einmal, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist auch für uns eine Premiere. Normalerweise kommst du ja zu uns nach Linz, was uns immer sehr, sehr freut als Mission X Botschafter. Wir hoffen, das natürlich nächstes Jahr wieder dann fortsetzen zu können. In Corona Times, everything is different, ja, wie wir alle erfahren haben. Und ja, lieber Franz, du bist ja der einzige Österreicher, der ins All geflogen ist. Also es ist schon ein paar Jahre her, und du bist zur russischen Raumstation geflogen, 1991. Eine, glaube ich, sehr spannende Zeit. Nicht nur für dich, sondern auch wirklich für Österreich. Das kann ich ja laut sagen. Das war ein Highlight in der damaligen Zeit und geht ja bis heute. Wir danken dir, dass du dabei bist und wir haben Fragen gesammelt von unseren Kindern. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, lieber Franz, erlaube ich mir eine erste Frage dir zu stellen. Ich habe noch ein Bild hier heruntergeladen, jetzt von der Internationalen Weltraumstation. Ich weiß nicht, ob du es jetzt hinter mir sehen kannst. Ganz aktuelles Bild, das Luca Pamitano vor einigen Monaten aufgenommen hat, als er seinen Weltraumspaziergang gemacht hat, um ein Instrument auf der Internationalen Raumstation zu servicieren. Und ja, wir sehen eben, wie gesagt, hier die Raumstation hinter mir. Kannst du uns vielleicht ein paar Worte erzählen? Ja, Raumstation, das ist ein Riesenlaboratorium. Es ist ja kein Hotel im Weltraum. Was machen denn die Astronauten da oben und wieso haben wir so eine Raumstation? Naja, das ist eine sehr, eine Frage, die eine lange Antwort an und für sich verlangt. Aber
Im Prinzip ist es so, dass die Astronautinnen und Astronauten ins Weltall fliegen und an diese Raumstation andocken. Die ist sehr, sehr groß, hat sehr viele sogenannte Sonnensegel, Solarzellen, damit der Strom auch erzeugt wird, damit Energie vorhanden ist in der Station. Und die einzelnen Elemente dieser Station sind zylinderförmige Röhren sozusagen. Da kann man, genau, also die sind schön zylinderförmig, Durchmesser circa 3 Meter innen, und da kann man also drinnen leben. Man kann schlafen, man kann essen, dann gibt es ein WC, da kann man aufs Klo gehen und natürlich sehr viele diverse Tätigkeiten und Arbeiten verrichten, speziell wissenschaftliche Experimente durchführen. Und das ist eigentlich der Hauptzweck, warum die Astronautinnen und Astronauten im Weltall sind, damit die wissenschaftliche Experimente durchführen. Und das sind sehr viele im Inneren. Da gibt es einzelne Module, das sind spezielle Laboratorien, Labors mit diversesten verschiedenen wissenschaftlichen Geräten. Aber es gibt auch wissenschaftliche Geräte an der Außenseite der Raumstation. Und so war eben dieser Ausstieg, den du erwähnt hast, da ist der Luca Parmigiano rausgestiegen, hat einen Weltraumausstieg gemacht und hat irgendein Instrument serviciert oder montiert an der Außenseite der Station. Okay, also die Raumstation ist eigentlich ein riesiges Forschungslabor, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ist ein riesiges Forschungslabor, ist für Forschungsastronautinnen und Astronauten. Es gibt Pläne allerdings, dass man so etwas Ähnliches baut für Touristen. Da braucht man für Touristen aber kein Forschungslaboratorium, sondern ein hotelartiges Gebilde. Also das wird dann innen wahrscheinlich ganz anders ausschauen. Da gibt es dann keine wissenschaftlichen Geräte, sondern andere Annehmlichkeiten für Touristen. Das wäre dann was anderes. Das klingt sehr spannend. Ja. Also liebe Kinder, wer sich dafür interessiert und vielleicht auch noch ein bisschen Kleingeld mitbringt da für die Zukunft, da ist das möglich. Lieber Franz, wir haben jetzt ein paar Fragen mitgebracht und unsere Klassen, du hast es ja schon gehört, haben ganz, ganz aktiv in der Schule, aber natürlich auch zu Hause trainiert und haben mir in den letzten Tagen und Wochen Fragen Bist du bereit? Super. Für unsere Kinder, die hier sich alle Mühe gemacht haben, diese Fragen zu stellen. Wir spielen sie dir vor und ich werde dann auch noch ganz kurz nochmal die Frage an die Wand werfen, damit man sie dann sieht. Also wir starten, würde ich gleich sagen, mit der ersten Frage. Okay? Ist das gut? Dann lasst uns mit der ersten Frage von Anna aus der 3C der Volksschule in Eisenstadt beginnen. Ich heiße Anna Krenn und gehe in die 3C der Volksschule Eisenstadt im Burgenland. Meine Frage lautet: Hattest du Angst, als du ins All geflogen bist? Ja, lieber Franz, wie ist dir da gegangen? Ja, also das ist natürlich auch eine gute Frage. Ich sage es einmal so: Ich habe 4 Tage vor dem Flug einen Moment gehabt, da habe ich Angst gehabt. Da war ich allein in einem Zimmer, habe mich da vorbereitet und da sind mir so Gedanken gekommen, was ist, wenn da jetzt beim Start etwas schief geht und die Rakete explodiert und ich das nicht überlebe. Das war dann für mich schon unangenehm, weil ich habe gewusst, dass ich Vater werde in den nächsten Wochen. Und da haben wir gedacht, hoppala, da würde ich ja meine Tochter sehen und da habe ich dann Angst und Panik bekommen. Ich bin dann aus diesem Raum, wo ich alleine drinnen war, schnell raus und bin unter die Leute gegangen und das war es dann auch. Beim Start selber oder beim Flug, da habe ich keine Angst gehabt. Das war dann nicht mehr der Fall. Da ist man dann sehr konzentriert und sehr fokussiert und dann ist keine Angst vorhanden. Ja, Weltraumfahrt ist auch eine gefährliche Geschichte, das wissen wir. Glücklicherweise natürlich alles gut gegangen beim Flug von Franz und in den allermeisten Fällen geht es auch gut. Aber wir sitzen natürlich auf einer Rakete, die sehr, sehr, sehr viel Energie hat und da muss man schon sehr vorsichtig sein. Ja, wir kommen schon gleich zur zweiten Frage. Diese zweite Frage stammt von Kindern der Delaturschule in Graz und die haben eine lustige Frage, lieber Franz.
Sag mal, kann man sich im Weltall eigentlich anpatzen? Wir sind die Kinder. Also die Frage war, wie sieht es denn so aus mit dem Ankleckern im Weltraum? Weil wir haben ja Schwerelosigkeit. Ein Eis fällt nicht zu Boden. Ja, das ist eigentlich eine ganz super Frage. Und das ist genau das Thema. Eigentlich kann man sich nicht wirklich ankleckern, weil ja nichts zu Boden fliegt. Dort oben im Weltall herrscht Schwerelosigkeit. Das heißt, alles schwebt. Wenn man jetzt da wenn sich ein Batzen löst vom Löffel, der schwebt dann. Da kann man also sehr gut den wieder einfangen. Ohne das sein, wenn man sich wirklich. Habt ihr das gehört jetzt? Nicht ganz, aber der Löffel, der schwebt, den man einfangen kann. Aha, na, da ist schon mehr. Also, wenn sich irgendwas vom Löffel löst, ja, dann schwebt das herum und das fällt ja nicht zu Boden, weil ja Schwerelosigkeit herrscht. Das heißt, man kann dann diesen Batzen, der sich gelöst hat vom Löffel, wieder mit dem Löffel einfangen. Oder mit dem Mund gleich direkt essen. Das heißt, eigentlich kann man sich nicht wirklich anpatzen im Weltall. Da muss man schon sehr, sehr ungeschickt sein. Oder das mutwillig und bewusst machen. Das klingt sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass das Eisessen auf der Raumstation eine spannende Geschichte ist. Wenngleich, glaube ich, das Eisessen auf der Raumstation ja verboten ist. Oder gab es Eis auf der Raumstation, Franz? Also bei uns hat es nicht gegeben, aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das verboten sein soll. Also das ist also durchaus machbar. Durchaus machbar. Ja. Ja, wir würden gleich zur nächsten Frage gehen, nämlich die hat Valentina aus der St. Franziskus Volksschule in Wien, die wir dir jetzt stellen wollen. Hallo, mein Name ist Valentina Kostetner. Ich gehe in die 3B in die St. Franziskus-Schule in den 3. Bezirk in Wien. Unsere Frage lautet: Wie ist das Leben auf der Raumstation? Tschüss! Ja, wie ist das Leben auf der Raumstation? Hast du viel Freizeit gehabt und hast du vorwiegend die Erde beobachtet oder hast du ein bisschen was zu tun gehabt? Also das Leben in der Raumstation ist ganz anders wie das Leben hier auf der Erde. Man wird in der Früh zwar auch von einem Wecker geweckt und dann beginnt die Morgentoilette, allerdings aufgrund der Schwerelosigkeit läuft das schon ganz anders ab wie hier auf der Erde. Wenn man sich wascht, gibt es also keine Waschmuschel, wo das Wasser von einem Wasserhahn rauskommt und dann in einen Abfluss hineinrinnt. Das gibt es nicht, weil das Wasser sich in der Schwerelosigkeit sehr komisch verhält. Da bilden sich große Wassertropfen, die schweben dann herum. Und die wissen ja jetzt nicht, dass die auch eigentlich auf die Haut oder auf die Hände oder ins Gesicht gehören, um die Haut zu reinigen, sondern die schweben frei in der Luft herum. Das heißt, man kann das Wasser gar nicht verwenden zum Händewaschen oder zum Gesichtwaschen und noch weniger zum Duschen. Deswegen gibt es für die Körperhygiene feuchte Tücher, die man verwendet, um sich zu waschen. Ein besonderes Erlebnis ist natürlich, wenn man aufs Klo geht. Das Klo funktioniert ja im Prinzip wie ein Staubsauger. Das heißt, alle Abfallstoffe werden abgesaugt, wobei die festen und die flüssigen Abfallstoffe separat eingesammelt werden. Und man kann aus den flüssigen Abfallstoffen, also aus Urin, kann man Wasser wieder gewinnen. Und zwar sehr viel. Und dieses Wasser wird dann auch wieder verwendet, allerdings nicht zum Trinken. Nicht zum Trinken? Weil das, nein. Nicht zum Trinken, okay. Weil das Problem ist natürlich ein psychisches. Das sind mehrere Leute da oben in der Raumstation und man weiß ja dann nicht, welches Wasser trinkt. Ja, ich habe das Problem nicht hier zum Trinken nicht verwendet. Genau, ja. Zum Wohl. Wir haben hier ein ganz normales Wasser, lieber Franz. Genau, genau. Allerdings hat es schon Untersuchungen gegeben, das Wasser schmeckt sehr, sehr gut. Also das ist blitzsauber, aber es ist ein psychisches Problem. Also man würde davon nichts spüren, ne? Also es wäre da würde man nichts spüren. Sehr gut. Also
dann kommt man zum Frühstück und dann isst man. Und das Essen ist natürlich auch ganz anders in der Raumstation, weil alles in geschlossenen Gefäßen sein muss. Man hat jetzt nicht ein Teeheferl oder ein Kaffeeheferl, so wie ich hier, oder ihr das Wasserglas, weil sofort die Flüssigkeit in Tropfenform wegschweben würde. Das heißt, es ist alles in Plastiksackerln oder in Tuben oder in Konserven. Okay. Und dann beginnt man zum Arbeiten. Dann gibt es den Arbeitstag und der ist auf die Minute genau eingeteilt, was man da machen muss. Auf die Minute? Auf die Minute genau. Und zwar deswegen, weil auf die Minute genau gibt es dann Verbindungen mit der Bodenstation. Die hat man nicht immer, sondern nur zu bestimmten Zeiten, wenn man gerade eine gute Verbindung über einen Satelliten bekommt. Und da gibt es genaue Minuteneinteilungen, wo die Arbeit entsprechend organisiert wird. Wir müssen aber unsere Minuteneinteilungen auch hier beachten, aber erzähl noch weiter. Ja, genau. Aber man hat dann auch entsprechend Freizeit, 24 Stunden, sondern nur 8 Stunden am Tag. Und die Freizeit genießt man und schaut dann beim Fenster raus und genießt den Ausblick auf die Erde. Oh, naja, ich glaube, das würden viele gerne tun, weil ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz Besonderes. Ja, vielen Dank für diese sehr detaillierte Information. Wir haben noch ein paar Fragen von den Kindern. Die nächste Frage wäre von Rebecca aus der 3B-Volksschule am Lahrberg in Wien. Mein Name ist Rebecca Bayer. Ich gehe in die 3B der Volksschule Lahrberg in Wien. Und meine Frage lautet, welches war Ihr tollstes Erlebnis im Weltall? Oh, da gibt's einige. Aber vielleicht das Tollste für mich war, als ich in der Raumstation schon war, das war circa 4 Tage nach dem Start, habe ich eine direkte Videokonferenz mit der Bodenstation gehabt. Und da wurde mir aus Österreich ein Video hinaufgespielt, wo ich das erste Mal meine neugeborene Tochter gesehen habe. Und das war für mich eigentlich das schönste Erlebnis. Übrigens, schönen Gruß zum Lahrberg. Ich habe einmal in der Lahrbergstraße gewohnt, als kleines Kind, vor der Volksschule noch. Oh, na, das wird die Volksschule am Lahrberg sehr freuen. Die sind übrigens nicht das erste Mal bei Mission X dabei. Ja, also ein wirklich ganz großartiges Erlebnis zwischen Himmel und Erde, könnte man faktisch sagen. Und die nächste Frage hat uns Amelie geschickt aus der 3D der Volksschule in Neulenkbach. Und aber auch Kinder der BVS Mary Ward in St. Pölten haben dieselbe Frage gestellt. Und ihre Frage lautet folgendermaßen, lieber Franz. Sehr geehrter Herr Fieberg, ich heiße Amelie Spitaler und gehe in die Volksschule Neulenkbach in die 3D. Wir sind die Space Wolves und möchte Ihnen eine Frage stellen. Wie fühlt es sich in der Schwerelosigkeit an? Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Wie fühlt es sich in der Schwerelosigkeit an? Die Schwerelosigkeit oder das Gefühl ist ein ganz cooles Gefühl. Ihr könnt es vergleichen ein bisschen in die Richtung, wenn ihr im Wasser seid, im Swimmingpool und untertaucht und euch treiben lasst, euch schweben lasst. Das ist ungefähr das gleiche Gefühl. Und ganz toll, wenn man sich bewegen will, braucht man sich nur von der Wand ein bisschen abdrücken und schwebt schon durch den Raum. Also es ist, die Schwerelosigkeit ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Okay, also das ist ja etwas, was die Kinder besonders fasziniert, wenn sie eben diese Bilder sehen, wie sich die Astronauten hier in der Raumstation bewegen. Wir haben noch 3 Fragen vorbereitet und eine Frage kommt von den Kindern der ZBC-Schule in Wien. Die haben als Team eine Frage gestellt und diese Frage finde ich sehr, sehr interessant. Hello, we are the Exploring Stars. My name is Abby. My name is Sam. My name is Ailey. My name is David. My name is Naomi. My name is Anais. We have a question. Wieso fliegen die Raketen zu bestimmten Uhrzeiten los? Danke für das Beantworten der Frage. Mich nix ist cool. Wir werden die nächsten Astronauten sein. Bye! Bye.
Ja, die Frage war, lieber Franz, warum fliegen denn die Astronauten zu bestimmten Zeiten los? Warum muss die Rakete zu einer bestimmten Zeit losfliegen? Und ich kann nicht sagen, naja, jetzt passt es halt gerade, jetzt fliegen wir mal los. Ja, ist auch eine sehr gute Frage, warum man genau zu bestimmten Zeiten losfliegen muss und starten muss, hat folgenden Grund. Man will ja mit der Rakete und mit dem Raumschiff zur Raumstation fliegen und dort andocken. Hoffentlich. Und die Raumstation kreist permanent um die Erde. Und während die Raumstation um die Erde kreist, dreht sich ja die Erde langsam weiter. Und jetzt muss man schauen, dass man genau zu dem Moment auf der Erde losstartet, wo die Bahn der Raumstation praktisch über den Startpunkt der Rakete erfolgt. Und das ist der ideale Zeitpunkt, wenn man wegfliegen muss. Wenn man diesen Moment verpasst, dann muss die Rakete einen riesen Umweg fliegen und das kostet sehr, sehr viel Treibstoff, das man sich üblicherweise gar nicht leisten kann und nicht mitnehmen kann. Deswegen ist es wichtig, dass genau auf die Sekunde genau gestartet wird. Okay, dass man sich im Weltraum auch schlussendlich trifft, nicht? Weil sonst genau so ist es. Fliegst du in deiner Kapsel und die Raumstation und ihr könnt euch nur zuwinken. Und das genau. Und ihr müsst ja bedenken, dass die Raumstation, wenn die da die Erde umkreist, mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometer pro Stunde fliegt. Und da muss das Raumschiff, also die Raumkapsel, eben genau auch hinziehen und hintreffen. Und das muss sehr, sehr genau funktionieren, weil diese beiden Flugkörper extrem schnell fliegen. Wenn ich jetzt kurz richtig rechne, heißt das, in 1,5 Stunden ist die Raumstation um die Erde einmal herum. Also genau so ist es. Also in 1,5 Stunden geht es einmal um die Erde herum, also extrem schnell. Vielleicht kann man sich die 28.000 Kilometer pro Stunde besser vorstellen mit 7 Kilometer pro Sekunde. Also in einer Sekunde fliegt die 7 Kilometer. Ja, also das ist schnell. Ich glaube, also, da ist ein Überholen auf der Autobahn dann schon wieder ungefährlich, weil das niemand mehr kontrollieren kann. Liebe Kinder, wir haben noch 2 weitere Fragen an unseren Franz. Franz, eine Frage, die jetzt von Jakob aus der 3. Klasse der Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule in der Steiermark kommt, ist folgende. Hallo, mein Name ist Jakob Rabowaniek. Ich gehe in die 3. Klasse der Praxisvolksschule der Pädagogischen Ich weiß nicht, ob du die Frage verstanden hast, aber ich habe nicht sie gut. Noch mal, die Frage waren schon war andere auf okay. Andere Lebewesen im Weltall, ja, oder auf anderen Planeten. Es waren schon andere Lebewesen im Weltall. Bevor der Mensch geflogen ist, hat man Experimente mit Tieren gemacht. Das sind Hunde ins Weltall geflogen oder auch Affen. Und mittlerweile ist es fast regelmäßig, dass irgendwelche Tierarten für wissenschaftliche Experimente verwendet werden und die dann ins All fliegen. Also es kleine, gibt, aber Elefanten nicht. Elefanten fliegen noch nicht ins Weltall, okay. Die sind noch zu schwer und zu groß. Wir haben auch einen Freund mitgebracht, Paxi. Ja, ich glaube, Paxi war auch schon auf der Raumstation. Ja, heute ist er bei uns, ja, aber er zählt ja nicht so richtig als Tier. Er ist unser Maskottchen, unser Weltraummaskottchen. Der Maskottchen, genau. Das ist Stofftier. Ja, genau. Stofftiere natürlich auch, die mitfliegen. Genau, Stofftiere zählen schon, oder? Zählen als Tier. Zählen auf alle Fälle auch. Zählen, ja. Zählen. Sehr gut. Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage, lieber Franz. Und die stellt uns die Maria aus der 4. Klasse der Volksschule in Salzburg. Ich heiße Maria Holzer-Sanchez und gehe in die 4. Klasse der Volksschule Walserfeld. Meine Frage lautet, haben Sie aus der Raumstation andere Planeten sehen können, so wie Jupiter, Mars oder Merkur? Wie habe ich schlecht. Ja, Maria ist astronomisch interessiert.
Ich glaube, sie möchte die Planeten beobachten und möchte wissen, ob du aus der Raumstation einen unserer Planeten gesehen hast. Nicht die Erde, sondern einen der anderen Planeten. Also Maria, das ist auch eine gute Frage. Du musst bedenken, dass die Raumstation in 400 Meter Höhe über der Erde fliegt. Die Entfernung von der Erde zu den anderen Planeten, Jupiter, Merkur, Mars, was auch immer, ist aber viel, 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 viel größer. Daher ist der Blick oder die Aussicht nicht viel anders, wie wenn du auf der Erde stehst. Du kannst die anderen Planeten durchaus sehen, wenn sie sichtbar sind, aber du siehst sie nicht größer oder kleiner. Du siehst vielleicht insgesamt mehr Sterne, weil einfach die Verschmutzung durch die Atmosphäre nicht vorhanden ist. Du hast einen direkten Blick ins Weltall, aber du siehst jetzt die Sterne nicht größer deswegen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Antwort für die Maria, weil man könnte sich ja vorstellen, dass man, wenn man in der Raumstation ist, die Planeten größer sieht. Das ist nicht der Fall. Lieber Franz, ja, wir sind jetzt bei der letzten Frage angekommen von den Kindern, aber lieber Franz, ich werfe noch einmal ein Bild von dir aus dem Raumfahrzeug, wie du damals in den Raum ins Weltall geflogen bist, an unsere Wand. Und möchte mich einerseits bei dir bedanken für deine jahrelange Tätigkeit als Mission X-Botschafter, die uns immer sehr viel Freude und Spaß macht, auch mir ganz persönlich. Da ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Franz. Ich möchte dir aber noch kurz die Möglichkeit geben, den Kindern eine Botschaft mitzugeben. Was wäre denn so deine Botschaft an die Kinder für eine erfolgreiche Zukunft von Österreich im Weltraum oder einfach auch ganz allgemein? Ja, also von meiner Seite habe ich schon eine Botschaft an euch. Ihr habt ja jetzt im Zuge dieses Mission X-Projektes sehr viel gemacht. Habt euch körperlich betätigt, habt verschiedene andere Projekte gemacht. Und ich glaube, dass man viele Dinge macht, von Sport, dass man gut lernt, verschiedene Sachen lernt und sich interessiert. Und dann entstehen auch Träume und Visionen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr diese Träume und Visionen habt. Und wenn ihr ein Interesse für etwas entwickelt, unbedingt das Interesse weiter ausbauen und weiter verfolgen und dann wird sie auch im Leben erfolgreich sein und glücklich sein. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute in der Schule, hoffe, dass die Corona-Situation bald zu Ende ist und ich hoffe auch, dass wir uns beim Mission X-Projekt nächstes Jahr in Linz dann wieder live sehen. Lieber Franz, vielen herzlichen Dank für dein Dabeisein und für deine abschließenden Worte. Bleib noch kurz in der Leitung. Wir lassen den Stream noch offen und können nachher noch zwei Worte miteinander sprechen. Ja, liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Eltern, Lehrkräfte, Mission X geht seinem Ende entgegen. Ich freue mich, dass ich heute euch zumindest mit meinen Gästen und hier vom Ars Electronica Center einen kleinen Überblick zum Thema des Projektes gebracht habe, dass wir einige Fragen, die ihr noch nicht beantwortet hattet und uns gestellt hat, jetzt von Franz beantwortet bekam, vom Andreas etwas über unsere Projekte. Und bitte, wir sind noch dran. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist mit euren Preisen? Ja, eure Preise haben wir heute hier nicht mitgebracht, aber ihr bekommt eure Preise und eure Zertifikate. Ihr bekommt eine Originalunterschrift auch von Franz. Ich kann es bezeugen, wir haben vor kurzem, hat Franz alle Unterlagen zertifiziert und ihr bekommt die Zertifikate und die Preise in der nächsten Woche. Also auf die Post aufpassen, es kommt noch ein Mission X-Paket zu euch in die Schule geflattert und nicht nur mit dem Zertifikat, sondern auch mit eurem Gewinnpreis, den ihr am Schluss bekommt. Und ich kann euch versprechen, jeder hat auch etwas gewonnen. Ihr wart fantastisch, ihr habt so aktiv daran teilgenommen, in einer Zeit, die nicht einfach war. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken, die hier bei Mission X dieses Jahr wieder mitgemacht haben, von unseren Partnern und Sponsoren, weil ohne Partner und Unterstützer geht es einfach nicht.
vielen herzlichen Dank an alle, die Mission X ermöglicht haben. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Schulabschluss, natürlich dann möglichst entspannte Sommerferien und was immer euch in der Zukunft in den Weltraum bringt, seid dabei und wir sagen immer Go Mission X und auf ein Wiedersehen bei Mission X 2021. Lieber Peter, noch ein kurzer Nachsatz, vielleicht eine Empfehlung. Diese Pakete an die Schule solltest du mit einer Rakete schicken, weil nächste Woche kommen schon die ersten Zeugnisse. Ja, da müssen wir ganz schnell sein.